Halli, hallo, hallöchen. Willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Und wir sind bei Straßburg, sehe ich gerade. Auf dem Weg in Richtung Schweiz natürlich, um den Dingen hinten abzuliefern. Und es regnet nach wie vor noch so schön. So, 90 dürfen wir ja fahren. Dann machen wir das doch. Dann nageln wir hier doch mit 90 mal durch. Das heißt, ich wollte ja eigentlich, so war ja der Plan gewesen, bei 84 das Tempomat einstellen, damit wir relativ entspannt durch die Kante fahren können. Denn die Blitzer reagieren ja hier bei 85, also 5 km/h drüber. Und deswegen denke ich mir, wenn wir dann 4 km/h über die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren können, warum nicht? Ne? Ist ja so. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass du dann auf 80 runterfahren musst. Es gelten im Multiplayer nicht mehr die Schilder, die am Straßenrand stehen, sondern das Tempo, was im Navigationsgerät steht. Dieser kleine rote Kreis mit dem Weißen drin und der Zahl. Das ist eben die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Und wollten halt die Mod-Entwickler einfach mal so haben. Ich denke mal auch auf Wunsch der Community, weil die sich aufgeregt haben, dass die Leute, die dieses Spiel ernsthaft spielen wollen, tatsächlich dann auch verarscht wurden durch solche Leute wie ich halt, die dann mal eben 110 fahren oder 105 oder sowas. Die haben sich dann so ein bisschen betrogen gefühlt. Ich meine, gut, recht haben sie natürlich auch, weil ein LKW darf tatsächlich halt maximal 80 fahren. Und warum nicht? Die haben es jetzt eben über die Multiplayer-Mod eben so gemacht, dass es dann tatsächlich begrenzt ist, dass halt man eben nicht mehr so heizen kann. Hat auch vielleicht auch den Vorteil, dass man den Speedhack eben nicht mehr, es gab ja mal einen Speedhack dafür für dieses Spiel, dass man den auch nicht mehr so unbedingt einsetzen kann. Habe ich ja selber auch schon erlebt. Haben sie mich einfach an der Seite weggenagelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe, dass da einer war. Wurde ich auch freundlichst von einem User mal darauf hingewiesen. Vielen Dank auch dafür. Und also bisher, die letzten 2 Folgen sind wir ja schon dabei und fahren eben diese Tour. Und ich muss sagen, ich bin da echt positiv begeistert von. Also ich finde es geil. War eine nette Idee, das zu begrenzen, weil so hast du dann auch die Möglichkeit, wenn dann da eben eine belebte Straße ist, vernünftig, vor allem auch wirklich vernünftig, dann hintereinander herzufahren. Ohne dass du Angst haben musst, dass einer von hinten angenagelt kommt und dir hinten drauf fährt. Das muss ich echt sagen. Das ist eine geile Nummer. Geile Idee gewesen. Schwer begeistert von. So, wir eiern hier natürlich durch Frankreich mit tollem, schickem Regenwetter. Super. Nicht. Und müssen eben zusehen, dass wir unseren... Ja, was ist das? Bagger? Planierraupe? Ne, Bagger. Ist eigentlich ist das ein Bagger, ne? Ist ein ganz banaler Bagger, der Digger heißt. Der dicke Bagger, ey. Und den müssen wir in der Schweiz bringen, weil die Bergleute anscheinend sowas nicht haben. Ne? Also ich habe auch einen im Keller und ich muss mir keinen liefern lassen. Hat ja jeder irgendwo, ne? Jeder hat einen Bagger im Keller. Braucht man ja auch. Kostet auch nicht so die Welt, die Kiste. Ist schon schwer in Ordnung. Hallo? Tickst du nicht mehr ganz richtig? Hey, hier erlebst du was auf der Tour diesmal. Da ist ja richtig was los. Nur Pfosten. Menschen, die während der Geburt zu wenig Luft bekommen haben. So, wie war das mit den 84? Haben wir. So, Drehzahlmesser ist natürlich auch im grünen Bereich. Das heißt, wir sind sehr öko unterwegs. Eco-Fahrweise natürlich. Navigationsgeräten hast du das auch. Kannst du auch einstellen, die Eco-Route. Nur dazu musst du dein Fahrzeug kennen. Das heißt, du musst einmal eintragen, wie viel die Karre verbraucht, wie viel PS die hat, wie viel Räder die hat, wie schwer der ist und so weiter, damit das Navigationsgerät, wenn du dem sagst, per Eco-Route betreiben, dass der eben auch die Öko-Route dann
berechnen kann. Ist eine ganz feine Sache für die Leute, die tatsächlich eben was für die Umwelt tun möchten, um für unsere nachfolgende Generation halt die Welt versuchen, wieder auf Damm zu bringen. Weil meine Vorfahren zum Beispiel, oder die Menschen, die vor mir hier auf dem Planeten gewesen sind, da gibt es da so den ein oder anderen Vollidioten. 80, ne? Siehst du, sag ich doch. Und die haben natürlich eine ganze Menge Scheiße gemacht auf diesem Planeten. Ich sag mal nur so Atombomben und andere Scheiße halt, ne? FCKW und. Und die haben halt erfolgreich es geschafft, den Planeten so in Arsch zu kriegen, dass es also solche Sachen wie das Ozonloch halt gibt. Und da gibt es dann halt auch die Möglichkeit von den heutigen Leuten, die ja nun wirklich um einige schlauer sind als die Menschen noch von vor 50, 60, 70 Jahren. Die wissen halt, was man der Umwelt so alles Schädliches antun kann. Und das versuchen die halt jetzt wieder gut zu machen, damit eben die nachfolgende Generation, sprich meine Kinder oder eben auch du, das später dann in 20, 30 Jahren mal nicht so beschissen haben, wie es jetzt vorausberechnet wird, sondern dass die Welt sich tatsächlich vielleicht sogar erholt, regeneriert. Dass es dann später mal wieder zum vernünftigen Klima kommt, weil das Klima, was wir jetzt haben, ist ja auch nicht so wirklich toll, ne? In Niedersachsen sind Sommerferien und wir haben eine Gradzahl von 15 Grad draußen. Hallo, wir haben Sommer, ey. Macht auch keinen Spaß, sowas. Also die Schüler tun mir wirklich leid, die jetzt Sommerferien haben und in der Bude sitzen müssen, weil es zum einen so wie jetzt hier regnet, gewittert oder arschkalt ist. Also das muss ich echt sagen. Ich habe auch, habe ich schon in der Firma auch bei uns gesagt, dass ich mit dem Wetter echt Glück hatte mit dem Urlaub, als wir auf Fehmarn gewesen sind die 2 Wochen. Da hatten wir wirklich Sonne für 25 bis 30 Grad. In der zweiten Woche, wo wir da waren, waren es dann nur noch 20 bis 25 Grad, aber es war warm. Du konntest da wirklich T-Shirt, kurze Hose rumlaufen, auch wenn es gepisst hat oder windig gewesen ist. Aber es war geil. Und dann kommst du hier nach Hause, ja, und hast erstmal so knapp 10 Grad Unterschied. Hallo, wo sind wir denn hier, ey? Also das finde ich wirklich, muss nicht sein. Mein Sohnemann, der ist auch 15, der wird 16, der ist auch etwas angepisst vom Wetter. Also die sind hier alle so mit Halskratzen, so ein bisschen am Röcheln. Da muss ich echt sagen, Gott sei Dank ist mein Immunsystem so ein bisschen weiter und kann das so einigermaßen verarbeiten, obwohl ich selber so manches Mal auch so ein bisschen am Räuspern halt bin, weil ich tatsächlich dann auch so ein bisschen was im Hals stecken habe. Und das ist nicht immer nur was zu essen oder was zu trinken. Also, ja, für die. Und ja, also das ist für mich kein Sommer hier mehr. Und das versuchen halt die heutigen Menschen größtenteils, muss ich dazu sagen, wieder so hinzubiegen, dass eben das Klima irgendwann wieder passt und dass eben die nachfolgende Generation, also sprich zum Beispiel du, der da guckt, dann halt auch im Alter, weil du wirst ja irgendwann mal alt, dass ihr dann auch ein vernünftiges Klima habt, dass ihr dann hier nicht sitzen müsst mit irgendwelchen Strahlenanzügen, weil die Ozonschicht zum Beispiel im Arsch ist und dann von der Sonne zum Beispiel die ganzen Sonnenstrahlen reinkommen, auch wenn dann noch ein bisschen anderer Schutz, also so ein elektromagnetisches Feld umgibt ja die Erde und dieses Feld erhält ja die Sonnenstrahlen, also die negativen Sonnenstrahlen von uns fern. Und naja, so wie es jetzt halt dort zurzeit ausschaut, ist es halt so, dass auch dieses Feld angegriffen wird, aufgrund dessen, dass die Erde sich mehr oder weniger so ein bisschen verschiebt. Deswegen schmelzen ja auch zurzeit die ganzen Pole, Nordpol, Südpol, ist halt nicht so schön. Also es ist schon beunruhigend, für mich zu meinen zumindest, zu wissen, dass früher oder später die Erde einfach mal total im Arsch ist, wenn wir alle so weitermachen. Und deswegen ist es halt total wichtig, um wieder auf das Thema Drehzahlbegrenzer zurückzukommen, deswegen ist das total wichtig, dass man versucht, wirklich so ein bisschen mal auf die Umwelt zu achten.
klar, ich muss hier jetzt nicht in irgendwelchen Sandalen rumlaufen und Körner fressen und sowas alles, das nicht, so voll auf Öko, also voll easy, Alter, alles grün, alles toll, ne, nur Fahrrad fahren, Müsli fressen und so, nein, das nicht, aber ich muss mich ja nicht verhalten wie eine Drecksau und so unnötig mega stundenlang auf eine Haarspraydose drücken, sondern wirklich nur das nehmen, was ich auch wirklich brauche. Oder Thema Strom, am bestes Beispiel, ich habe eine große Tochter, die ist 19, die lässt immer ganz gern das Licht überall brennen. Einfach mal sagen, okay, ich, Alter, was geht denn hier ab? Tonk, bin ich am Schaltknüppel von einer, vom Spielpad hängen geblieben. Alter, voll die LKWs. Fett? Einfach mal zu sagen, ich schalte das Licht auch mal aus. Also wenn ich einen Raum betrete, ist klar, mache ich Licht an, dass ich was sehe. Aber wenn ich den Raum verlasse, dann kann ich doch auch das Licht ausmachen. Dadurch sparst du bzw. deine Eltern nicht einfach nur Strom, sondern du tust halt auch noch was der Umwelt zuliebe. Das heißt, das Kernkraftwerk, das Atomkraftwerk, muss dann für eine Glühbirne weniger Strom produzieren. Wodurch dann auch der Umweltausstoß nicht mehr ganz so hoch ist. Klingt zwar lächerlich, aber es bringt eine ganze Ecke, weil du musst das Ganze ja aufs Jahr raufrechnen. Ne, und von daher, also es bringt echt eine ganze Menge sowas. Und wenn das dann jeder macht und du hast ja nicht nur einen Raum in deiner Wohnung, dreh dich mal um, wie viele Räume hast du? Mindestens drei. Und wenn in allen drei Räumen zur gleichen Zeit Licht brennt, du aber nur in einem bist, na, hallo, finde den Fehler. Ne, also soweit kannst du ja selber schon denken, mach einfach mal die Birnen überall aus, wo du nicht bist in den Räumen und dann hast du ein ruhiges Gewissen und kannst sagen, ich spare nicht nur Geld, sondern ich habe auch was für die Umwelt getan. Natürlich. Dazu kommt natürlich halt auch, dass du, wenn du da eben schon älter bist, 18 Jahre, hast einen Führerschein, ist ja auch die Geschichte, möchtest du gerne mal einen rauchen oder ein bisschen was trinken, dann geh halt zu Fuß zum Kiosk. Es sei denn, du wohnst irgendwo auf dem Dorf oder so. Klar, dann bleibt es ja nicht aus. Aber ich kenne genug Leute, die steigen ins Auto und fahren diese 10 Meter zum Zigarettenautomat mit dem Auto. Hallo. Na, also so ein bisschen bewegen muss man sich auch. Geht nicht anders. Ja, brauchst du nicht zu lachen, das ist tatsächlich so. Also es gibt genug Leute, die fahren den kleinsten Meter, den kleinsten Weg wirklich mit dem Auto. Und alleine, was da rausgerotzt wird aus diesen Karren, ne, das geht gar nicht. Ich meine, ich habe selber kein allzu junges Auto, also mein Auto ist auch schon gut 20 Jahre alt, muss ich dazu sagen, hat aber halt schon Euro-Cat 4, also... Ne, Katalysator ist vorhanden, er hat eben einen geringeren Schadstoffausstoß, aber er hat einen Schadstoffausstoß. Auch die aktuellen Autos mit dem aktuellen Eurocut, auch die stoßen Schadstoffe aus. Und das sind eben die Dinger, die greifen nun mal die Umwelt an. Wurde zur damaligen Zeit, wurden eben entsprechend die Straßen mit Bäumen versehen, weil die Bäume ja nun das CO2 verwerten können und daraus dann wieder normale Atemluft machen können. Sauerstoff und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Masse, die es zurzeit gibt an Autos, das schaffen auch diese Bäume nicht mehr. Bestes Beispiel China zum Beispiel. Da ist ja nur noch Smog und Nebel und sonstiger Alarm. Da geht ja gar nichts mehr. Wenn du da nicht so eine Staubschutzmaske hast, bist du eigentlich schon verloren. Eigentlich sind die Menschen generell da verloren. Die sind da völlig für den Arsch. Oder arm dran, sag ich mal so, am Arsch. Weil zu besten Zeiten, das ist natürlich doof angebracht, dieses Schild hier, ne? Zu besten Zeiten ist es tatsächlich so, dass du nicht mal, sag mal, 50 Meter gucken kannst, weil da so ein Smog ist und das nur von den Fahrzeugen, die da rumfahren. Also das ist wirklich... mega scheiße. Was hat er vor? Er hält an, dreht um. Aha, ich krieg Besuch. Der will mir doch bestimmt irgendwo mal gegenfahren. Bin ich begeistert von. Nicht. Ich fahre hier einfach mein Ding weiter. Wenn er meint, er muss mich hier... Genau das habe ich mir gedacht.
Genau das habe ich mir gedacht. Ich bin noch manchmal schlau. Ich bin zu geil für diese Welt. Aha, die kennen sich. Na. Fahr einfach weiter. Und nimm auf mich keine Rücksicht. Ich mache auch nichts. Ich will nur spielen. Nichts weiter. Oh oh. Oh oh. Es tut mir leid, dass ich hier so komisch stehe, aber die Ampel ist rot. Ich bin... Oh, gucke. Moin, Sek. Sek. Ich kenne einen... Mit dem bin ich zusammen mal in der Formel 1 Liga gefahren. Der hieß auch Sek. Der kommt aus Berlin. Vielleicht bist du das ja. Grüß dich, Sek. Du Sack. Ja, schade, dass man dann, dadurch, dass er dann aufgehört hat, wir haben uns zwar mal getroffen so im echten Leben, weil ab und zu haben wir ja mal so Liga-Treffen und so. Und war ganz cool, der Typ. Mit dem konnte man wirklich ganz gut schnacken. Oh oh. Was hat er für ein Problem? Alter, hier ist das voll. Schön. Schön, schön. So, ich bleib hier einfach mal stehen, weil es rot. Punkt. Da waren ja doch ein paar Leute rein da, oder? Tatsache hier. Kick dich das an. Nee, was wollte ich sagen? Ja, mit dem habe ich mich tatsächlich dann auch mal in Halberstadt damals getroffen. Da haben wir Ligatreffen gehabt. Und der war nicht ganz cool drauf. Mit dem konnte man ganz gut sich unterhalten und so und auch Spaß haben. Also war ein Funskerl, aber irgendwie hat man sich dann aus den Augen verloren, weil es gab dann hier und da so ein paar Differenzen, nicht nur mit ihm, sondern generell in der Liga mal intern. Und dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr und dann hat man einfach mal aufgehört. Und naja, man hat sich dann mehr oder weniger eben aus den Augen verloren, was ich ein bisschen schade finde. Also es gab da wirklich den einen oder anderen, oder eigentlich alle, mit denen hat man sich echt gut verstanden. Und dann wegen irgendeiner Scheiße, ja, so ist das, geht ganz schnell. Thema durch und schon spricht man nur noch das Nötigste. Also über Facebook zum Beispiel, man hat sich ja so mehr oder weniger da in eine Freundesliste dann reingetan, wo ich auch heutzutage ganz froh drüber bin, dass man sowas mal gemacht hat. Denn so ist zumindest die Geschichte, dass man sich nicht ganz außer Augen verliert. Tja, jetzt weiß ich nicht, kann man da einfach so durchfahren? Eingangstor. Aha, er fährt da erstmal rückwärts um eine Kurve, dann soll er das machen. Wir sind hier zum Glück jetzt in einer No-Collision-Area und von daher soll mich sowas da nicht unbedingt stören, aber ich bin mir immer noch etwas unsicher, was das so betrifft, dieses Fahren in einer No-Collision-Area und dann bist du... Ich warte es einfach ab. Also ich fahre da jetzt nicht einfach mehr so rein. Ich finde ich nämlich scheiße. Die Leute sollen es einparken. Ich hasse das auch. Wenn ich hier sowas hier zum Beispiel, was er jetzt hier macht, er fährt einfach durch. Scheiße, er hat nichts geladen, aber Hauptsache hier drängeln. Ne? Keine Haare am Sack, aber drängeln. Macht ihr, Mann. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. So, er ist fertig. Eigentlich wäre ich jetzt dran, ne, Herr Bastian. Aber naja, es gibt eben Leute, die sind sehr ungeduldig. Oh, da ist ein... Da ist irgendwer im Boden gespawnt. Das ist ja auch pervers, ne?
Weißt du, du bist echt lustig. Du drängelst dich vor und schaffst es nicht mal, so einen scheiß LKW einzuparken, ne? Du bist ja eine Hohlbirne. Schwimmst bestimmt auch in Milch. Alter Schwede. Oh, jetzt aber schnell. Was denn nun? Geil. Juhu, der neue Dance. Weißt du was, das ist mir jetzt mit dir echt zu blöd. Es tut mir echt wahnsinnig leid, aber so blöd wie du kann doch keiner sein. Kann doch keiner so blöd wie du hier einparken. Da muss ich zusehen, dass der Karren gerade steht. Oh, es meint das selber. Warte. Muss ich dazu sehen, dass der Karren gerade steht, dass ich noch reinschieben kann. Aber jetzt sehe ich nichts, weil er da steht. Oh, jetzt stehe ich hier schief. Also machen wir nochmal ganz einfach jetzt. Einmal rumdrehen. Und dann wollen wir nochmal ganz in Ruhe den Auflieger da reinschieben. Was ist jetzt hier? Genau. Bin ich zu weit gefahren jetzt hier? Ja, toll. Mit zwei Mann ist es auch echt schwierig. Das muss ich dazu sagen. Es ist nicht wirklich einfach. So, Alter, was ist? Ich fahre zwar jetzt relativ gerade zurück, aber ich sehe nichts, wo ich tatsächlich hin muss. So, ich habe abgeliefert, bin angekommen, aber habe, glaube ich, nee, am Auflieger habe ich keinen Schaden, am LKW habe ich Schaden. Wupp, und bin Level aufgestiegen. Hurra, ich kann mich neu leveln. Und zerbrechliche Fracht machen wir hier nochmal weiter. Das finde ich schwer in Ordnung. So, Basti, dann kannst du hier abhauen. Beziehungsweise fahren und mich in Ruhe lassen, weil ich mache hier eine dünne Luft oder eine Mücke oder eine Fliege oder wie auch immer. Auch wenn man eben nicht wirklich was gesehen hat, wo man eingeparkt ist. So, dann mache ich hier einfach mal ein Stoppi. Genau, Karre ist aus. Handbremse legen wir an. Ich danke dir fürs Zuschauen und nächste Folge sehen wir uns wieder. Da geht es dann von Genefe, Genf, Genefe, heißt das Genf? Nee, Genf heißt das nicht, ne? Genefe. Nach hoffentlich Verona, Milano, Verona, irgendwo die Ecke will ich mal versuchen, dass ich da hinkomme. Wenn nicht, machen wir da eine freie Fahrt von irgendwie mal schauen. Oder Torino, Milano, irgendwie sowas die Ecke. Da müssen wir auf jeden Fall hin, weil ich will die neue Strecke hier fahren. Da bin ich geil drauf, will ich machen. Gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao. So, auch hier hatten wir wieder ein, zwei Trolle gehabt, die fanden das ganz, ganz lustig, sich so zu verhalten. Wir nicht. Muss ich dazu sagen, gehört leider Gottes als Multiplayer dazu, dass es auch immer wieder solche leckeren Vollpfosten gibt, die einfach zum Leben zu doof sind. Ist halt einfach so. Keine Ahnung, wie schon erwähnt, haben wahrscheinlich ja, während der Geburt zu wenig Luft gekriegt oder so, wurden von der Mutter nicht oft genug geliebt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, nächste Folge suchen wir uns eine Tour in Richtung Italien, weil da ja die neue Tour ist, die neue Strecke, und die möchte ich auf jeden Fall mal abfahren, weil da bin ich drauf gespannt. Auch auf die Umgebung, was die draus gemacht haben oder ob die da einfach eine neue Städte reingepflastert haben. Danke, das war's. Gleiches Schema so wie bisher. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin gespannt. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.